Hallo und herzlich willkommen beim Brickklempner. Hier geht es um Klemmbausteinsets der verschiedensten Hersteller. Ich bin der Mario und, na, ihr wisst es doch, natürlich, ich bin tatsächlich immer noch gelernter Klempner. Heute, liebe Freundinnen und Freunde, geht es um ein Set von Mega. Ich habe mich schon mal angefangen, ein bisschen umzuschauen. Lego hat ja den entsprechenden Hut schon rausgebracht. Ich gucke da nicht so genau hin, weil ich habe mir Produktbilder dazu angeschaut und da war mir klar, das Set möchte ich nicht besitzen, auch wenn es bei Harry Potter um ein Filmthema geht. Das ist ja unter anderem ein Schwerpunkt bei mir, das wisst ihr ja, Game- und Filmthemen, auch noch ein paar andere Sachen. Aber wie gesagt, den Themen kann ich eben was abgewinnen. Und ich bin ja schon mal gespannt, wann die Ersten sich anfangen aufzuregen, was für ein hässliches Stück sie doch da gekauft haben. Und dass das alles doch nicht gut wäre, sich das Ding zuzulegen. Mich wundert das immer ein bisschen, wenn etwas hässlich ist, ja, dann treffe ich die Entscheidung schon bei den Produktbildern und dann besorge ich es mir erst gar nicht. Wenn es mir zumindest mal vom Design her gefällt und am Ende beim Bau irgendwas nicht stimmt, ja, dann ist das ein bisschen was anderes. Dann erzähle ich euch davon. Es geht ja hier um ein Hobby, um nicht mehr und nicht weniger. Ich habe mir auch schon Sets bestellt, die hässlich waren. Vor kurzem der Lego Rocket und gut, das fand ich so hässlich, dass ich gedacht habe, das muss ich mir doch in meine Sammlung packen. Und ich habe noch ein Set an der Seite stehen vom Mega, das fand ich und finde ich auch so hässlich, dass ich mir gesagt habe, das muss ich besitzen. Also deswegen rege ich mich am Ende überhaupt nicht darüber auf hier in dem Video, wenn mir etwas optisch nicht gefällt. Denn ich habe ja entschieden, mir es zu kaufen. Ja, bei mir geht es ja seit einer Weile um Mega und ich kann auch hier so diesen Mega Hot Wheels was abgewinnen. So mein erstes Set, das war ja der Bone Shaker, der steht da hinten. Danach kam der Roger Dodger, da war ich dann schon ein bisschen stolz drauf. Mein Kanal war noch relativ jung, wenn ihr das Video noch nicht kennt, sucht mal gern bei meinen Videos unter Mega. Und ich hatte 4 Wochen vor ja, dem HDS, dem Held der Steine, das Set schon präsentiert und er, wie gesagt, 4 Wochen nach mir ganz exklusiv aus den USA mitgebracht. Ich hatte das seinerzeit schon für weniger Geld dann hier in Deutschland bestellt. Und da war ich mit meinem kleinen Kanal mal vorneweg. An der Stelle, wie gesagt, hat mich das ein bisschen stolz gemacht. Und ich hatte euch ja dann vor einer Weile den Twin Mill, Twin Mile präsentiert. Und dann auch hier den Muscle Bound. Den habe ich mir aus den USA kommen lassen. Ja, und vor gar nicht langer Zeit hat Mega eben den Audi 90 angekündigt. Und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen den heute zeigen kann. Ihnen heute. Wieder zu viele Sachen im Kopf, dass ich ihn heute euch zeigen kann. Da habe ich die ganze Woche, beziehungsweise ich glaube so ziemlich 2 Wochen drauf gewartet und war langsam nervös. Bei der Facebook-Gruppe Stein auf Stein zum Ziel mit Klemmbaustein, wenn ihr die noch nicht kennt, schaut da gerne mal vorbei. Da sind einige YouTuber unterwegs und da geht es um viele verschiedene Klemmbausteinhersteller. Das heißt, die Gruppenmitglieder zeigen, was sie haben, was sie gekauft haben oder wo es auch die ein oder andere Rabattaktion gibt. Ich glaube, inzwischen sind wir bei knapp 1050 Mitgliedern. Und da hatten einige Gruppenmitglieder den Audi 90, den ich euch heute zeige, schon ja, gebaut und dann entsprechend die Bilder dazu hochgeladen. Und da wurde ich langsam nervös, weil bestellt hatte ich zum selben gleichen Zeitpunkt. Ich verwechsel immer dasselbe und das gleiche. Ich kenne das Beispiel mit dem Pullover, ich mache es trotzdem. Und bei mir wollte das Set nicht ankommen. Es gab eine Lieferverzögerung und da hatte ich kurz Sorge, ob es klappen kann, aber puff. Das Set ist diese Woche angekommen und jetzt kann ich es euch zeigen. Audi 90, warum musste ich das Set besitzen? Ich bin ja ein Kind der 80er, 67 geboren und besonders so Ende der 70er, Anfang der 80er war ich mit meinem Vater und meinem Bruder unterwegs. Damals fand hier oben im Raum Kassel noch die Deutschland-Rallye statt. Ganz am Anfang war Walter Röhrl noch auf Opel Ascona unterwegs. Später dann natürlich auf Audi 100 und Michel Mouton, das ist auch ein Stichwort. Und legendär war ja das Rennen dann in den 80ern von Walter Röhrl mit dem Audi Quattro Pikes Peak, als er den Berg hochgestürmt ist und eine neue Rekordzeit aufgestellt hat. Und Audi, wenn ich mich noch recht erinnere, hat dann in den 80ern ja, ein neues Betätigungsfeld gesucht. In der Rallye-Welt hatten sie so ziemlich alles gewonnen, zumindest mal, wenn es um den deutsch-europäischen Raum ging. Ja, und dann haben sie sich auf den Weg gemacht, nachdem sie das Pikes Peak gewonnen hatten, dann auf den Weg in die USA. Und ich meine, sie waren dann in der Trans-Am-Serie recht erfolgreich mit ihrem Quattro-Antrieb und sind dann eben hier mit dem Audi 90 in der IMSA GTO-Serie nochmal angetreten, haben einige Siege erreicht. Und wenn ich mich noch richtig erinnere, hat man dann ja, die Regeln geändert, weil Audi mit dem Quattro-Antrieb einfach zu dominant war. Ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben. Ich erzähle das jetzt aus dem Kopf, so wie ich mich erinnere. Ich habe jetzt nichts vorweg gegoogelt und zumindest hat dann Audi ja ihr Engagement im US-amerikanischen Rennsport wieder aufgegeben. Ja, und dann war es von Mega, waren die Bilder draußen. Und für mich ist klar, ich muss das Ding an der Stelle einfach besitzen. Zumal es ein Megaset ist und hier auch wieder ein Diecast-Fahrzeug dabei ist.
Und jo, wir machen das jetzt so, ich wechsle die Perspektive, zeige euch ein bisschen was zum Bau, das Bauergebnis, das Set von allen Seiten. Oh, und dann sehen wir uns zu meinem Fazit wieder. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Vielleicht gebe ich dann das gleich nochmal zu Besten. Also, ja, bis gleich. Ja, angekommen. Das ist nicht das Set, das ich aus den USA erwarte. Audi, großartig, eine Rennsportlegende. Wieder ein Diecast-Fahrzeug dabei. Inzwischen gibt es auch vom Bone Shaker in Schwarz eine Variante 1:24, glaube ich, ein bisschen kleiner. Das besorge ich mir dann auch noch. Als das angekündigt war, habe ich mich schon sehr drauf gefreut. Und jetzt, so schaut es von hinten aus. Ich bin gespannt. Ich habe mir dazu natürlich wieder nichts angeschaut. Ich kenne nur die Bilder hier. Und ich weiß nicht, ob schon ein Kanal das vorgestellt hat. Ihr wisst ja, ich muss nicht der Erste sein mit dem Set, weil ich will sie ja für mich haben. Hey, darum geht's. Und dann machen wir auf. Ach, schaut mal, hier schon die Räder bedruckt. Das wird toll. Das Fahrzeug, das ist da oben drin. Aschel, Kruschel. Ach, ich hau's gleich hin. Wieder eine schöne große Anleitung, das mag ich ja. Audi 90 Quattro Isma. Imsa, nicht Isma. GTO. Ich muss noch mal gucken, was das für eine Abkürzung ist. Audi ist Rennsportlegende. Ja, der typische Farbcode. Ich hau Bauabschnitt 1 hin. Oder auch zwei. Mal schauen. Manchmal, ja, da seht ihr da. Das ist ja dann so bei Mega, könnt ihr das sehen. Bauabschnittstüte 1 und 2 müssen zusammen entleert werden. Das mache ich jetzt und dann gucken wir uns das an. Ja, Bauabschnitt 1. Ich lass mal die Kameraperspektive so. Und sagt mal, wie euch das gefällt. Das ist da ein bisschen übersichtlicher. Wobei ich ja immer dann ein bisschen was vom Bau zeige. Es gibt insgesamt 18 Bauabschnittstüten. Wobei da hinten könnt ihr das sehen, nee, natürlich nicht. 18, das sind die Räder. Und wir müssen Bauabschnitt 1 und 2 rausholen, auspacken. Hier haben wir eine schwarze Fliese, ein bisschen hoch. Wie kriegen wir es jetzt hier mit dem Licht? Ja, so. Sieht ganz gut aus. Mal ineinander klemmen, ah, das klappt auch. Das ist, meine ich, mit einer der gelungensten Teiletrenner. Da haben wir hier, ja, ist nicht so schwarz, ist ein recht dunkles Grau. Und was haben wir hier vielleicht noch Spannendes zwischen hier auch sowas? Ja, wie Fliese, machen wir es mal so. Na ja, jetzt sieht auch ganz gut aus. Ja, hier bauen, bauen, bauen. Ja, bin bei Bauabschnittstüte 3 und 4, Bauschritt 50. Und das wollte ich noch mal zeigen. Ja, keine besondere Idee, aber ich mag das. Bei den großen Anleitungen seht ihr das. Ich habe jetzt hier die Teile rausgesucht. Dann kann man das ordentlich aufklemmen. Habe ich ja meinen Farbcode. Dann habe ich hier Platz, das kann ich hier alles gut machen. Das gefällt mir echt prima. Und wenn es denn dann auf die andere Seite geht, ist jetzt noch nicht der Fall, da unten geht es erstmal noch weiter, dann schiebt man es hier hin, dann kann man es bauen, man schiebt es dahin, ich kann weiter bauen. Also mir gefällt es echt gut. Ach so, das hier wird wohl der Motorraum, nee, Quatsch, das ist das Heck. Ja klar, auch Motorraum, was rede ich denn? Das Heck, schöne, wartet, vielleicht, prima, Drucke, echt super, das glänzt, das klappt, das funkelt hier an der Seite auch, blitzsauber und das Weiß ist echt schön, noch keine Farbabweichung ausmachen können. Ja, weiß ist weiß, aber manchmal gibt es ja so ein Gefühl, so ein Gelbschleier, also hier zumindest nicht. Toll, es macht einfach Spaß jetzt schon. Hier mal eine kleine Empfehlung, wenn ich die euch geben darf. Immer mal schauen, was die Angusspunkte angeht. Hier bei dem Radlauf oder dem Teil für den Radlauf, ist vielleicht ein bisschen hell. Also liegt hier der Angusspunkt. Hier habe ich ja schon mal einen verbaut. Und ihr seht das. Angusspunkt, ja. Ich hoffe, ihr glaubt es mir. Anguspunkt, Anguspunkt. Und wenn ich dann gucke, dann kann ich das natürlich so setzen, dass ich am Ende die Anguspunkte, muss ich selber mal gucken, dann hier im Radlauf weg habe.
Also ab und an, wenn ihr denkt, Anguspunkt, schaut euch nochmal um. Wenn das Teil nochmal vorhanden ist, das habe ich eben schon zweimal gehabt, dass bei den, ich sag mal, ein und denselben gleichen Teilen, ich verwechsle immer dasselbe und das gleiche, ich kenne das mit dem Pullover, dass ein Anguspunkt links und rechts ist. Da kann man das so schön drehen, dass man die am Ende nicht mehr sieht. Und das ist jetzt hier auch der Fall. Ich weiß nicht, ob das dann Absicht ist von, so schaut es aus, hier an meiner Seite ein Druck auf einer 1x8. Das passt hier farblich. Das Einzige, was nicht so gut passt farblich, ich zeige euch das gleich. Ich setze das hier mal drauf. Ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht. Das ist hier, seht ihr das? Ja, so könnt ihr das erkennen. Das ist das gedruckte Teil. Das passt vom Rot her nicht ganz, aber das wäre das Einzige, wo ich jetzt im Moment sagen würde, naja, aber es geht um den Audi 90. Also das ist einfach nur schick. Schaut mal. Der Fahrersitz, Schaltknauf, Schalthebel, vorne der Motor. Echt schöne Details. Die Drucke hier. Mehrere Teils und alles. Das ist echt cool. Blitzsauber. Also das sieht einfach nur klasse aus. Hier geht es weiter mit Drucken, dann für die Armaturen. Dann hier, schaut mal, bedruckt. Dann hier, guckt mal, von innen schwarz bedruckt. Alter, das ist echt cool. Hier auch schwarz bedruckt. Alter, einfach super. Das macht total Spaß. Langsam geht es auf den Endspurt zu. So schaut es aus. Da hinten eine Scheibe drin. Die saß auch schon drin, musste man ins Formteil nicht reindrücken. Die sieht ganz gut aus. Hier nochmal ein bisschen. Erstmal Licht. So, alles live. Hier die Armatur, das Armaturenbrett. Also das ist schon, schaut mal hier vorne, den Grill hätte ich beinahe gesagt, ist es ja nicht. Die Lufteinlässe. Das ist schon klasse. Guck mal, hier die Haube gebaut. Die wird auch nicht aufgenoppt, die wird einfach zack aufgelegt. Und das ist in Ordnung, das hält. Und dann haben wir hier die Frontscheibe und hier gibt es, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja, hier gibt es einen leichten Kratzer. War auch nicht extra eingepackt, die Scheibe. So, jetzt drücken wir die mal drauf. Die muss auch erst drauf, dann sitzt die Haube ordentlich. Ich hatte es nur für euch nochmal abgemacht. Nehmen wir mal die Haube runter. So, Haube drauf. Und ja, das sieht doch super aus. Ast rein. Prima. Ich glaube, jetzt bauen wir das Dach. Und ja, dann gucken wir uns das Bauergebnis an. Ich mache fertig. Fertig ist es, das wilde Teil. Das hier ist übrig geblieben. Ein paar Teile. Und alles, was ihr hier seht, sind Drucke. Ich sage das nochmal deswegen, falls ihr hier bei den Bauabschnitten nach vorne gehüpft seid aufs Bauergebnis. Ich zeige euch das erstmal von allen Seiten. Das ist echt cool hier teilweise, was die Farben angeht. Dann auch natürlich Brickbuild bzw. bedruckt. Habe ich schon gesagt, ja, ne? Also auch hier, ne? Ihr seht das hier, die. Ne, ihr seht da nicht. So vielleicht die Lüftungsgitter, Lufteinlässe, wie auch immer, leicht schräg versetzt. Das passt. Die vier hier. Schaut mal, könnt ihr das sehen? Ja, also diesem, ich nenne das mal 3D-Look. Ich weiß nicht, ob der Begriff der richtige ist. Das Audi-Logo, Audi Quattro, dann hier über zwei Steine bedruckt. Das sind ja auch mehrere Steine bedruckt. Ich zeige es euch nochmal so. Auch die Räder hier, ne, Audi bedruckt. Einfach toll. Das gefällt mir total gut. So sieht es von hinten, ups, so aus. Einfach klasse, großartig. Und ihr könnt das schon sehen, hier hinten drin kann man gut den, ja, Überrollbügel erkennen. Das ist echt einfach prima. Türen gibt es keine.
Was wir machen können, ist das Dach abnehmen. Dann können wir ein bisschen reinschauen. Ich hatte euch ja den Innenraum auch schon gezeigt. Hier, seht ihr das? Die Säulen, die sind einfach so mit C-Clamps festgemacht. Wenn man das Dach wieder aufgelegt hat, einfach ranklappen. Und dann passt das. Also man kann es auch nicht aus Versehen einklappen, wenn man es nicht drauf anlegt. Das ist echt gelungen. Ich habe euch das vorhin gezeigt. Ich mache es nochmal. Nehmen wir mal hier die Haube runter. Dann kann man sich den Motorraum wunderbar anschauen. Es gibt, ja, ich sage jetzt mal, eine Schwäche, wie ich finde. Und könnt ihr das erkennen? Ja, ich glaube schon. Hier innen drin die Steine, diese Winkelsteine, so nenne ich das mal. Ich hatte es euch ja gezeigt. Die sind zwar bedruckt, schönes tiefes Schwarz, aber leider die Ränder nicht. Und man kann, ja, so könnt ihr das sehen, so leichtes Weiß durchscheinen sehen. Das ist eine Schwäche, wie ich zumindest finde. Das ist so das Einzige, wo ich jetzt sagen würde, nicht so schön. Aber ansonsten ist es echt gelungen. Das macht totale Freude. Ich nehme mal an, ihr könnt mich gern in den Kommentaren korrigieren, dass das der Auspuff, die Auspuffanlage. Und einfach toll. So schaut es von unten aus. Nichts Spektakuläres. Das rollt auch gut hin und her. Das funktioniert. Also ein total gelungenes Set. Das finde ich so schön. Das, na, warum geht es jetzt nicht? Also das mega das rausgehauen hat, ist einfach toll. So einen schönen Audi jetzt in meiner Sammlung zu haben, ihr hört schon meine Begeisterung, werde ich im Fazit noch mal ein bisschen was zu sagen. Und einfach ein absolut gelungenes Set. Hier vorne auch der Stein, ne? Hier der runde Stein bedruckt, ne? Hier sind ja dann die Scheinwerfer. Einfach toll hier. Fazit. Hier schon mal ein kleiner Hinweis. Bei mir gibt es natürlich nicht nur Mega. Wenn ihr das erste Mal eingeschaltet habt, da geht es auch um viele andere Hersteller. Am Sonntag, ich hoffe, das klappt und das geht gut, habe ich einen Mock für euch. Es geht wieder um ein Filmthema. Stichwort, nur ein toter Bug ist ein guter Bug. Wollte ich euch letzte Woche schon zeigen, ist ein bisschen was dazwischen gekommen. Ich hoffe, ich weiß noch nicht, weil jetzt, wo ich das hier aufnehme, ist der Mittwochabend. Ich hoffe, dass mir das dann gelingt, das Set ja, zu Ende zu bringen, um euch das dann am Sonntag auch zeigen zu können. Und noch einen Hinweis, wie immer, alles das, was ich hier euch zeige und baue, ist für meine Sammlung. Also ich bestelle Sets, weil ich sie besitzen möchte und nicht, weil ich ein Video produzieren möchte. Das wertet mein Hobby auf, hier ne, euch das zu zeigen und eure Kommentare zu lesen, auch darauf zu reagieren. Aber wie gesagt, alle Sets sind für meine Regale. Kommen wir erstmal zur Information zum Set. Bestellt und gekauft habe, ich habe schon wieder genuschelt, ich bin zu schnell. Bestellt und gekauft habe ich bei Amazon, bezahlt 92,37 Euro. Im Moment ist es für den Preis nicht zu bekommen, das Fahrzeug, sondern deutlich teurer. Vielleicht wartet ihr einfach noch mal einen Moment, wenn ihr euch nach dem Video dafür entscheidet, solltet das Set euch zuzulegen. 92 Euro, das ist auch, ich sag mal, der Anfangspreis gewesen. In der Regel fallen die Megapreise dann doch. Für mich war es in dem Moment akzeptabel. Das Set besteht aus 973 Teile. Wow, hier einige Teile sind übrig geblieben. Die Setnummer ist die HRY20. Mit dabei ist eine Bauanleitung, die ist mega typisch mit dem Farbcode ausgestattet. Wenn ihr euch damit noch nicht beschäftigt habt, noch kein Mega gebaut habt, es wird einen kleinen Moment dauern, aber da bin ich mir sehr, sehr sicher, dann werdet ihr mit dem Farbcode dann doch zurechtkommen. Kommen wir zuallererst mal zum Design und das ist über meine ganz persönliche Sicht der Dinge drauf. Weltklasse, was Mega hier draus gemacht hat. Nicht nur, weil das irgendwie so einen gewissen nostalgischen Wert für mich hat. Ich habe euch ja heute beschrieben, was heißt heute eben? Und auch heute beschrieben, ja, welche Verbindung ich da mit Audi und zum Rallye-Sport dann habe, zumindest aus den 70ern bzw. 80ern. Und ich musste das Set sofort besitzen und das hat Mega am Ende gut gemacht. Und es erklärt sich auch, warum sie sich für den Audi 90 entschieden haben, der in der US-amerikanischen Serie unterwegs war. Mega ist ein US-amerikanischer Hersteller und deswegen haben sie sich auf das Fahrzeug konzentriert. Und ich finde, das haben sie richtig gemacht. Und die Audi 90-Farben, die Quattro-Farben, die es ja auch schon beim Audi 100 gab, die sind hier echt
gut getroffen. Zumindest so, wie ich mich erinnere. Wenn man sich ein paar Bilder anschaut vom Original, meine ich, und wir reden immer hier über Klemmbausteine, das ist echt gut getroffen. Was mir besonders gut gefällt, das ist das gestaltete Heck. Klar, es gibt immer ein Designvorbild. Trotzdem muss man es erstmal in Klemmbausteinen umsetzen. Der Innenraum ist schön und liebevoll gestaltet. Das ist ganz hübsch, dass man das Dach abnehmen kann, da gut reingucken kann. Was mir auch gut gefällt, ist, wie easy peasy, ich habe euch das beim Bauergebnis gezeigt, sich vorne die Haube abnehmen lässt, um dann den Blick in den Motorraum freizugeben. Die Front ist gut gestaltet und was es besonders wieder ausmacht vom Design, und das ist ein Highlight, das ist, dass Mega wieder hier verschwenderisch mit Drucken unterwegs war, dann auch über mehrere Steine. Das haben sie wieder gut gemacht und an der Stelle ist es echt blitzsauber. Kommen wir mal zur Qualität der Steine. Alles passt gut, alles klemmt gut, da war ich echt zufrieden, nichts war verkratzt, die Scheiben waren nicht extra eingepackt, ich habe euch das gezeigt, hier vorne auf der Frontscheibe gab es einen leichten Kratzer, der ist im Licht etwas aufgefallen, jetzt hier, wo sie drin sitzt und mit dem schwarzen, dunklen Hintergrund von der Inneneinrichtung, von den Armaturen, fällt das überhaupt nicht weiter auf. Es gibt eine kleine Schwäche, das habe ich euch auch gezeigt, wie ich finde, ist für mich aber zu verschmerzen, weil ich das Ding besitzen will, das ist hier vorne, das sind diese Luft Einlässe am vorderen Spoiler. Das ist ja schwarz, das sind ja die Steine, ich nenne das mal so ums Eck, die sind auch schwarz geprintet, das passt in der Innenseite, aber außen der Rand nicht. Und wenn man dann hinguckt, dann kann man schon das Weiß durchblitzen sehen. Hier hätte man vielleicht nochmal dran denken können, den Rand entsprechend auch einzufärben, so wie Kobi das dann auch am Ende macht. Vielleicht denkt Mega, sollte mir jemand von denen gerade zuhören, zukünftig über sowas nochmal nach. Bei den Steinen hatte ich tatsächlich eine kleine Farbabweichung. Ich habe euch das beim Aufbau gezeigt, oh, keine Farbabweichung, das passt. Ich hatte dann mittendrin Plates 1x3 in Weiß. Die waren nicht ganz so schön weiß wie die anderen. Jetzt hatte ich aber zwei Stück davon und die konnte ich an der Stelle verbauen, wo man es später nicht sieht. Also an der Stelle hat das gut funktioniert. Das war vielleicht, ja, ich möchte jetzt mal sagen, das einzige Manko, was nochmal ganz spannend ist. Und da bin ich beim Bauspaß. Das ist für mich die Tatsache, dass es bei den Angusspunkten immer mal wieder die Situation gibt, dass es dort, ja, ein rechtes Bauteil und ein linkes Bauteil gibt und die Anguspunkte rechts und links liegen. Das heißt, beim Aufbau, wenn man ein bisschen drauf achtet und sich die Teile nochmal anguckt, also wenn man dann hier beim Radlauf zum Beispiel sind, dann stellt man schnell fest, wenn ich das eine Teil vom Radlauf auf die linke Seite setze, ist der Anguspunkt weg und das andere Teil auf die andere Seite ist auch der Anguspunkt weg, anstatt andersrum. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist. Wenn ja, dann ist es echt genial an der Stelle. Und ich hatte großen Spaß mit dem Bau. Ganz einfach, weil es so viel zu entdecken gibt und das schön ineinander geht. Und ja, wenn das Modell jetzt hier steht, ich bin total zufrieden. Ich glaube, das hört man auch. Wollte ich noch was Wichtiges loswerden? Wenn nicht, habe ich es beim Aufbau gesagt. Lang ist der schöne Audi 90 Quattro. Circa 27,5 cm hoch. Dann muss ich hier mal zum Dach gehen. Ja, wie messe ich das denn am besten? Klong, klong, klong. Circa, na, ich würde sagen, so 7,5 bis 8 cm und breit tief. Auch für, ja, ich sag nochmal weiter, weil alles eine Frage der Perspektive. Die Räder stehen leicht über, circa 13,5 cm. Also, ein tolles Set, ich bin begeistert, ich muss mal gucken, von Mega gibt es jetzt wieder ein neues Fahrzeug, der Bone Shaker in schwarz mit anderen Prints und etwas kleiner, das da hinten ist, ich meine die 1:18 Version und es gibt eine 1:24 Version, ich muss mal gucken, ob ich mir die noch besorge, ansonsten hoffe ich, dass Mega weiter Hot Wheels Fahrzeuge rausbringt, mir machen die Dinger bisher echt Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen da, Abo, Klingel, Rim, Bim, Bim. Jo, und dann sage ich tschüss, ciao. Ich hoffe nicht bis Sonntag oder dann, wenn ihr das Abo und alles da lasst, jo, bis nächste Woche, da gibt es auf jeden Fall wieder was von mir. Jo, und dann sage ich tschüss, ciao, sagt euer Brickklempner. Tschüss.